Willkommen zurück im wunderschönen Verheven. Ja, in dieser Folge wollen wir das Dach etwas abdecken. Und ja, wie ich ja schon in der letzten Folge angekündigt habe, wird ja hier ein etwas größerer Ausbau stattfinden. Also hier soll und da soll es jetzt aussehen wie da und da. Also nicht unbedingt wie da, aber eher wie da. Nur im Breiter. Weil die ganze, ja, das ganze Haus ist halt ja, irgendwie breiter als lang, aber okay. Gut, dass ihr schon mal wisst, was wir diese Folge machen. Für alle, die gerade zugeschaltet haben. Okay, das hier ist natürlich noch nicht so in Ordnung, aber das bringen wir auch gleich alles in Ordnung. Machen wir am besten gleich, bevor wir es vergessen. Vor allem wir. Ich sage immer wir. Ich vergesse es ja immer. Ja, ich weiß, ich bin recht vergesslich, aber das Wichtigste, das merke ich mir durchaus. Ja, das muss alles weg. Das muss ja alles weg. Die ganze Schräge muss weg. Ja, das ist gerade ein bisschen Aufwand, aber wenn man es schön haben will, muss man auch mal ein bisschen mehr abbauen. Ganz auch, das ist auch ganz wie in Minecraft. Wenn man es schön haben will, muss man auch mal den Mut haben zu Veränderungen. So. Und da ist ja schon das Dach, von daher so viel ist es ja dann doch nicht mehr. Ja. Etwas hoch, aber hey. Ich überlege sogar schon, ob ich das Dach nicht um einen noch wieder niedriger ziehe. Das würde durchaus noch machbar sein. Und dann sehe ich es immer noch gut aus. Das ist, glaube ich, da. Ist das richtig? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Das lassen wir einfach mal. Haben wir auf der Seite, glaube ich, auch so gelassen. Ja. Gut. Also ich hoffe mal, dass das auch so realisierbar ist. Ich bin mir nicht sicher. Also insgesamt das Dach natürlich, wie ich es mir vorstelle, schon. Aber vielleicht mit leichten Veränderungen an der Fassade. Ich weiß noch nicht, ob das dann immer noch so gut aussieht. Aber ich glaube schon. Dann müssten wir mit Säulen arbeiten. Gut, die Säulen sehen jetzt nicht so toll aus in Stahlbeton. Aber ich glaube, das geht noch. Ich glaube, es ist noch durchaus. Das kann man, glaube ich, noch so machen. Das ist ein Kompromiss, den kann ich eingehen, glaube ich. Wie viele Kompromisse mussten wir jetzt eigentlich machen hier in diesem Haus? Waren es schon ein, zwei, ne? Ich glaube, ja. Ja, meine Garagenterrasse, die ist ja nun... Ja, die ist ja nun nicht so geworden, wie ich sie eigentlich wollte. Nun geht man hier direkt raus. Ist aber durchaus auch schön und die müssen noch höher. Naja. Das könnten wir eigentlich jetzt auch gleich nochmal machen, bevor ich sie da vergesse. Aber so als Sonnenschirm finde ich Wellblech durchaus ansehnlich. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schön geworden. Ich überlege gerade, wäre das als Pavillon auch was geworden? Ich weiß es nicht. Das muss auch weg. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das muss auch weg. Oder? Ah, wir gucken gleich, wir gucken gleich. Den, ich weiß nicht, den hier. Da war ja eigentlich noch einer drunter, oder? Ich glaube ja. Nee, war nicht. Drauf vielleicht? Auch nicht. Oh Gott, wie war denn das hier? Weiß ich nicht mehr. So war das. Ja, ich glaube, ja, so. Ja, komm, das lassen wir erstmal so. Stahlbeton. Jetzt haben wir allerdings kaum noch Stahlbeton. Ich hoffe, dass die paar Blöcke reichen werden. Die haben wir unten so viel verbraten. Und ich habe jetzt noch kein weiteres hergestellt. Oder? Ach, ich weiß es gerade nicht. Muss ich gleich mal gucken. Nee, soweit ich weiß, habe ich keins hergestellt. Grübel, grübel, weiß ich jetzt nicht. Oh Gott, wie unangenehm. Hier ist jetzt die Hauswand. Ja, ich glaube, hier ist die Hauswand. Ist da wirklich die Hauswand? Die ist da, ja, gut. Alles klar, dann wollen wir hier mal erstmal... Das ist ja nun wieder vollkommener Blödsinn, den ich gerade mache, aber hey, komm, egal. Das müssen wir gleich abzählen. Hätte ich gleich mal abzählen können, aber
Habe ich vergessen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das habe ich mich verzählt. Das ist echt doof, wenn die Sonne auch noch drauf strahlt und dann noch mit diesen kleinen Blöcken. Das ist alles gerade nicht so toll. Machen wir so 1. Ne, 1. 1. Wo habe ich denn da gezählt? Weiß ich nicht. Wir zählen ab hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 gerade. Das ist nicht gut. 16 gerade. Wie war das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Warum habe ich hier eine gerade Anzahl von Blöcken? Warum ist das so? Warum ist das so? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ah, ich weiß warum. Oder? Ah, ja. Ich hab ab hier gezählt. Also eigentlich 15. Gut. Also 15. 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, ich balle hier erstmal provisorisch irgendwas mal rein. Ne? Also, das bleibt wahrscheinlich nicht endgültig so. So, jetzt wollen wir hier... Ich weiß nicht, ist das richtig? Das wird nicht leicht. Das wird echt nicht leicht. Leute, es wird echt ein bisschen schwierig. Gerade mit diesen Blöcken wird das nicht leicht werden. Ja, und schon habe ich den ersten Fehler drin. 2, 3. Ja. 3, 4. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott. Das reicht doch alles nicht an Beton hier, Mann. Das reicht doch alles nicht. Ich glaube, wo müssen wir jetzt anfangen? Oh Gott, das ist ein bisschen unübersichtlich gerade. Ach, Scheibenhonig. Hier vielleicht? Nein, hier nicht. Wohl eher hier so. Jetzt habe ich hier drüben aber auch da angefangen, ne? Ja, natürlich habe ich da angefangen. Natürlich. Ach, Mann. 1, 2, genau, 3. Gut, dann passt das wieder. Habe ich hier einen... Warum habe ich hier einen zu viel drauf gehabt? Weiß ich nicht. So... 2, 3. Natürlich. Ja, es ist gerade ein bisschen schwierig, aber es will auch alles gut geplant sein. 3, 4. Ich hole mir nochmal ein bisschen Stahlbeton. Ja, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn ich noch ein bisschen Stahlbeton irgendwo her hole. Haben wir hier noch Stahlbeton drin? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Warum haben wir keinen Stahlbeton mehr? Ich brauche Stahlbeton. Das ist ja jetzt echt, Ja gut, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, ne? Jetzt geht uns tatsächlich während der ganzen Bauphase das Material aus. Das ist ja nicht so schön. Okay. Und den brauchen wir wieder oben. Den schmeiß ich einfach mal hier hin. Gut, dann fahren wir erstmal wieder irgendwo hin. Das kann ich dann nicht einsteigen. Im alten Lager. So, gut, dann fahren wir erstmal irgendwo hin, wo es Stahlbeton gibt und dann, Ja, ich wollte eigentlich das Dach, wollte ich eigentlich diese Woche schon mal, wollte ich heute eigentlich schon mal ein bisschen, ja, fast fertig kriegen zumindest. Da haben wir ein bisschen Stahlbeton im Monument. Ja, nur keins, was irgendwie, sag mal, Schildkröten, 4 Stück.
Alter. Diese Kröten. Psycho war bestimmt hier. So, dann haben wir... Wo jetzt Stahlbeton? Karnickel. Ja, eigentlich müsste ich nochmal schnell an den Strand fahren, um die Erde loszuwerden, aber ich glaube, das wäre gerade vielleicht nur wenig sinnvoll. Oder? Oder? Ach komm, wir sind mal mutig. Wir versuchen es mal. Wir versuchen unser Glück. Ich will es nicht herausfordern, aber wir versuchen mal unser Glück. Ob wir da mal ganz schnell die Erde mal loswerden. Ich hoffe, ich fliege nicht wieder. Ja, gut, das sieht schon gut aus. Ja, wie man sieht, hier haben wir keine Erde mehr am Lagern. Mein Ellenbogen juckt gerade. Ganz schlimm. Ich glaube, wir haben gerade eine Schildkröte überfahren. Ja, natürlich. Oh, 300 Erben. Das ist gut. 300 Erben. Das reicht ja bestimmt kaum. Weil ich hab hier die ganze Erde fürs Terraform tatsächlich verbraucht. Und ja, 2,5 Lager. Naja, also hier die ganzen Lager habe ich tatsächlich fürs Terraform verbraucht. Ich habe ein bisschen Land hinten dran gesetzt, falls es aufgefallen sein sollte. Ich weiß es nicht, glaube nicht. Weil das schon ganz gut nachgewachsen war. Da gerade noch Erde drauf? Nee, alles gut. Da habe ich die wohl nur gesehen, da gerade im Rückspiegel. Rückspiegel, nee, ist klar. Durch die Heckscheibe. Die Schildkröte, weiß ich aber auch nicht, wo sie hin will. Oh. Da war. Ich bin der Sensenmann. Nein. Hau ab. Sowas. Das Dickfällige von den Viechern. Unglaublich. So, wo haben wir jetzt Stahlbeton? Stahlbeton haben wir natürlich im Lager. Das könnte ich natürlich da rauswursteln. Hier war doch gerade schon wieder irgendwo ein Vieh. Ja, natürlich ein Karnickel. Stahlbeton. Boah. Es wuchert ja langsam zu. Das finde ich gut. Wurde auch Zeit. Nach fast 180 Folgen. Stahlbeton. Müssten wir eigentlich hier haben. Reinforced Concrete. Ja, das ist nicht so wahnsinnig viel. Wie lange dauert denn der Kram? Weißt du, für 50? Obwohl, das geht ja eigentlich. Können wir auch 100 herstellen. 40 Minuten für 100. Ugh. Ja gut, dann holen wir erstmal das aus dem Lager raus. Moment, ist auch noch genug Kohle drin. Ja, ist gut. Alles klar. Sehr schön. So, ich muss gleich schon wieder husten, wie ich gerade wieder merke. Ich hoffe, man hört es nicht, wie ich es mir versuche zu verkneifen, zu husten. Aber sonst würde ich mich gleich verschlucken. Das wäre noch viel, viel ekliger. Deswegen muss ich mich ganz kurz mal ausmüden. Entschuldigung. Ich bleib mal so lang stehen. Wer sich wundert, was das immer so für ein kurzer Seitenblick noch ist, ganz kurz bevor ich huste, das ist nur zur Kontrolle, ob auch wirklich das Mikrofon gemutet ist. Haben wir hier noch Stahlbeton? Ja, nehmen wir noch ein paar. Ein paar Blöcke Stahlbeton haben wir noch, das ist gut. Das ist sehr schön, das ist doch, das freut doch mein Herz. 100, ja, das, ich glaube, das wird reichen. Hallo? Ich möchte, danke. Das war seltsam. Okay. Auch seltsam war, dass dieses ganze Autorisierungssystem, jetzt muss ich mal wieder kurz ein bisschen bemängeln. Das ganze Autorisierungssystem hier im Spiel, das ist extrem merkwürdig. Also obwohl ich Noctura die Freigaben für die wichtigsten Kisten und Gebäude und Werkbänke gegeben hatte, sogar für Fahrzeuge gegeben hatte, kann er dort teilweise nicht einsteigen, teilweise kann er sie nicht benutzen. Fahren kann sie schon gar nicht. Das Einzige, wo er einsteigen konnte, das war hier der Streamtruck von Thorsten. Aber damit fahren konnte er nicht. Er konnte sich auf den Fahrersitz setzen, er konnte sich auf den Beifahrersitz setzen, aber ich weiß nicht, ob das bei ihm auch geklappt hat, soweit ich weiß nicht. Aber irgendwie ist da Echo noch sehr, sehr buggy. Und synchronisationsbedürftig auch noch obendrein. Und diese Schildkröten hier, die gehen mir echt langsam auf den Sack. Ich glaube, wir müssen mal auf Schildkrötenjagd gehen. Hier, da noch eine. Noch eine. Alter, so viele Schildkröten. Schildkrötensuppe. Hm. Weiß ich nicht, ob es schmeckt, würde ich auch nicht essen.
Bei Schildkröten schon wieder eine. Obwohl hier sind sie wirklich extrem nervig. Schildkröten sind für mich gefährdete Tiere. Egal, ob die wirklich noch zuhauf vorhanden sind oder nicht. Da bin ich jetzt nicht so auf dem Laufenden. Aber ich glaube, Schildkröten gibt es nicht so wahnsinnig viele. So. Gut, jetzt haben wir wieder ein paar Blöcke. Wo haben wir die her? Ach ja, aus der Straßenmasse, das ist gut. Hab ich schon wieder vergessen. 1, 2, 3, 4, dann muss hier 5 sein. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier muss der 8 rein. Da. 1, 2, 3. Oh Gott, dieses hoch und runter und tralala. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ich hoffe, das wird was. Ich hätte vielleicht die Hälfte da auch noch abbauen sollen, damit ich weiß, wo hier Feierabend ist. Aber ich glaube, das wird gar nicht mal so leicht bekommen. Wir machen das einfach mal. Da haben wir. Das ist gerade echt, nicht leicht, nicht leicht, Leute. Das ist echt nicht leicht. Der muss da weg. Erstmal muss der da weg. So, jetzt haben wir es symmetrisch. Das, nur das Dach, was da überhängt, das haben wir hier auf der Seite schon weggemacht. Okay. Dann nehmen wir es hier auch mal kurz weg, sonst verwirrt mich das bloß unnötig. So. Ja, so kann es. Nein. Du kannst nicht bleiben. So. So ist es symmetrisch. Ist es so symmetrisch? Erstmal? Ja, hier ist es so erstmal symmetrisch. Ja, einigermaßen. Das ist okay. So, dann würde ich jetzt nämlich sagen, machen wir jetzt. Gut. Machen wir jetzt erstmal mit dem. Ja, mit dem Dach weiter. Oh, wei. Das wird interessant. Das wird jetzt extrem interessant, ob das jetzt hier auch so machbar ist. Ansonsten müssen wir das Ganze wieder abbauen und noch einen weiter nach draußen ziehen. Ich bin gespannt. Mal gucken. Wir gucken, ob es klappt. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht weiter schlimm. Wir haben ja genug Zeit, Leute. Wir haben doch genug Zeit. Und dementsprechend können wir auch gerne etwas länger dafür brauchen. Dafür, dass es dann schön aussieht, dafür lasse ich mir gerne Zeit. So. Es soll ja auch beeindruckend werden. Ja, das ist schon mal ganz schön. Das gefällt mir schon einigermaßen. Ich weiß nicht, ob das dann hier auch so gut wird. Ja, nee. Das hier wird. Das wird unschön werden hier. Das wird extrem unschön werden. Warum formt er sich nicht um? Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht dann doch hier vielleicht Ziegelblöcke tatsächlich draus mache, weil hier können wir sowieso nichts großartig machen. Aber dann sieht es wieder so asymmetrisch aus. Weil hier haben wir es ja nun auch hingekriegt. Was ist das denn? Das fällt mir ja jetzt erst auf. Okay. Wir probieren. Okay, das haben wir jetzt so wie da. So. Das ist jetzt auch so wie da. Okay. Ja, das ist doch. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht mal so übel aus. Das ist cool. Das gefällt mir doch. Das ist schön. Kommen wir nur da gerade da nicht dran. Mann. So und da vielleicht? Dann kommen wir da wieder nicht dran. Ich glaube, das muss ich wieder von unten machen. Okay. Haben wir den schon mal? Das ist gut. So und so. Ich glaube, dann sieht das schon mal ganz gut aus. Ja, mit etwas Glück sieht das tatsächlich so aus, wie ich mir das vorstelle.
ohne dass wir da irgendwie im rechten Winkel aufeinander stoßen müssen. Das ist gut. Ah, Sprung geschafft. Das ist noch viel besser. Sieht gerade ein bisschen seltsam aus, aber okay, das hätte ich mir auch sparen können da oben. Habe ich vergessen. Ja, sorry. Kann passieren. Hätte gar nicht so viel Beton gebraucht. Naja, gut, komm, egal. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier am besten machen. Ich habe keine Ahnung. Oje, oje, das wird ja nicht so schön werden, aber... Moment, vielleicht nehme ich die erstmal wieder ab. Und stattdessen sollte ich sie vielleicht erstmal hier dran schmeißen. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Das wäre schon dumm. So. So vielleicht. Ja, so. Wie sieht das jetzt von außen aus? Ich hoffe nicht beschissen. Das sieht ganz beschissen aus. So, gut, dann bleibt das so vielleicht. Und dann... Oh Gott, ist das kompliziert hier gerade. Selbst für mich ist das gerade hochkompliziert, diesen Baustil nachzuvollziehen. Und hier, ja, da haben wir schon ein Problem. Das gleicht sich nicht an. Warum gleicht sich das nicht an? Warum gleicht sich der nicht an? Warum ist der falsch rum? Warum? So rum ist richtig. Ah, so ist gut. Ah, okay. Dann müssen wir hier also einen weiter rein. Aber hier doch nicht. Oder? Nö, da nicht. Junge, Junge, Junge. Das ist echt kompliziert gerade, Leute. Das ist extrem kompliziert, aber es ist scheinbar tatsächlich machbar. Was mich wiederum sehr, sehr freut. Nein. Ah. Meine wäre auch richtig gewesen, aber da wollte ich den nicht haben. Ja, na ja gut, von mir aus auch so. Ja, von mir aus, wenn es denn so sein soll. So. Jetzt müssen wir wieder rauf aufs Dach. Können wir durchaus hier machen. Ach. Ja, das hier halte ich für noch gerade nicht so schön. Vielleicht sollte ich das Ganze für etwas rein versetzen. Das Ganze ein bisschen weiter rein. Könnte man machen. Würde das auffallen? Ja, es fällt bestimmt auf, aber auch nicht so wahnsinnig extrem. Ich glaube, an der Vorderseite sieht das dann schon, sieht man das schon eher. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Erstmal machen wir das Dach. Jetzt machen wir erstmal das Dach. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe dann auch zu Ende. Ich hoffe, dass wir das dann auch fertig kriegen. Das ist um einiges komplizierter als ein normales Dach. Und da muss man wirklich aufpassen, wo man die Blöcke hinsetzt. Aber gut. Das sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss.